Diese Bilder einer Überwachungskamera im Moskauer Flughafen zeigen die Momente vor dem Anschlag und die Detonation selbst. Nach jüngsten Erkenntnissen kamen dabei am Montagnachmittag mindestens 35 Menschen ums Leben. Das Auswärtige Amt in Berlin prüft derzeit Berichte, nach denen auch ein Deutscher ums Leben gekommen sei. Eine weitere Person mit deutscher Staatsangehörigkeit sei möglicherweise verletzt worden, teilte die Behörde am Dienstagmorgen weiter mit. Russlands Präsident Medvedev machte Versäumnisse bei Sicherheitsüberprüfungen für die Tat verantwortlich und sprach von einem von langer Hand geplanten Terrorakt.